Und damit herzlich willkommen zurück zu Grounded. Ich muss mal gegen meine Tür springen. Nein, das wollte ich nicht sagen und auch nicht tun. Ich muss mal ganz schnell zu Birgel rein. Beim Zusammenschnippeln der letzten Folge ist mir aufgefallen, warum ich die Keller nicht als Bauplan habe. Man bekommt hier zwei Dinge fertig. Und da mein Inventar voll war, wird er die Keller liegen gelassen haben. Da ist sie. Der alte Wendler. Der Wender, Entschuldigung. Siegesfeier. Was ist denn Siegesfeier? Ja, ein Buff. Wo konnte ich nochmal die Buffs einsehen? Siegesfeier. Ach so, ich könnte es ja auch einfach, warte mal. Hier einsehen. Will jedes Mal, wenn du einen Feind besiegst, ein bisschen Hunger auf. Oh! Ist ja witzig. Okay. Haben wir das Ding? Sag mal, ich bin hier gerade in die Tür reingelaufen. Was ist denn heute mit mir los, dass ich dauernd in Türen reinlaufe? In Pforten etc. Wir müssen weitere Chips holen. Weitere Verbesserungen. Und das bedeutet... Zum einen das blöde Jump'n'Run-Abenteuer im Baumstumpf und zum anderen auch der Termitenkönig. Ich denke, das sind Dinge, die ich angehen kann. Der Termitenkönig ist ein Bossgegner, ich weiß. Aber ist ein relativ schwacher Bossgegner. Deswegen machen wir uns da mal auf den Weg hin. Wenn ich vorher abspringen, weil wir irgendwo einen Zahn entdecken. Zähne sind so wichtig. Ich muss mich weiter verbessern. Na, 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 na. Sind das Bienen? Nein, das sind hier Leuchterkäfer hier. Fireflies. Von der Vorumgebung dachte ich erst Wespen, aber Wespen dürfen noch gar nicht da sein, weil ich ihre Bauten noch nicht attackiert habe. Na, 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 na. Mal umschauen. Nee, hier ist nichts. Zumindest sehe ich nichts. Keine Zähne. Keine Zähne im Maul. In der Kusche. Im Mund. Ah, da ist nichts. Fahrrad. Ich sehe auch nichts. Sehe ich eine hässliche Spinne? Noch eine hässliche Spinne, aber es ist eine normale Spinne, das geht. Da ist etwas, was ich mir holen könnte zum Verbessern. Nimmst du mit? Das ist ein Poser. Poser muss ich mitnehmen. Nee, keine Kiesel. Ja, gleich mal gucken, ob ich hier hinten irgendwo Zahn in der Ferne erblicke. Nee, nur euch beide. Aber ihr seid normal. Das ist recht anständig von euch. Einen großen grünen Stinker. Könnte da was drin sein? Was ist denn heute mit meinen Jump'n'Run-mäßigen Sprüngen los? Springen überall dagegen? Oder zu kurz? Wir irren nur mal rein. Durch den Zahn entdecke. Er ist infiziert. Und hier ist irgendwo...
Das Ding nehmen wir mit. Da ist der Zahn. Den lassen wir in Ruhe. Der bringt mir nicht so wirklich was. Den jetzt zu besiegen. Nur Munitionsverschwendung. Ich sehe gerade nicht so viel. Jetzt. Deswegen, du darfst leben. Ich erlaube es dir. Frage aller Fragen ist eigentlich, wenn ich solche Gegner besiege, die das haben. Ist da oben drauf, ne? Kommen die dann in der gleichen Form wieder? Oder kommen die dann als normale wieder? Ist es irgendwann aufgebraucht? Die Raw Science? Da ist er. Hab ich. Ich will für zwei schon was. Heilung. Müssen wir mal ein bisschen auch auf Heilung gehen. Dass man alles aktivieren muss, wie der mal den Ort entdeckt hat. Stehst drinnen, er hat ihn nicht entdeckt, weil er nicht alles aktiviert hat. Okay, ich versuche möglichst an euch vorbeizukommen, ohne viel Ärger. Ich sagte, ohne viel Ärger. I got the science. Ups. Hey, lass mich hier durch. Gucken wir oben erstmal rein. Hin. Da noch ein Zahn rumeiert. Giant Mosquito. Ja, darf ruhig da sein. Oh, es war ein. Es ist ein infizierter Moskito dabei. Ich möchte eigentlich nichts mit den Infizierten. Oh, aber die kleine Spinne. Wie viel die aushält? Seht ihr das? Krass. Ich habe der volle Kanne auf die 12 gegeben. Gut, Spinnen wollen Feuerwaffen. Oh, meine Güte, halt. Ist es. Was jetzt? Hä? Wo? Oh, ach da! Boah, eine infizierte Wolfsspinne. Also, wir haben hier infizierte Wolfsspinnen. Oder zumindest eine. Ja, dich mache ich aus der Ferne kalt, kannst du aber wissen. Glaubst du wirklich, ich nähere mich dir an? Du bist schon so gefährlich. Jetzt bist du auch noch hier mit Raw Science in Kontakt gekommen. Nix da. Ich hoffe, die Pfeile plumpsen runter und du bist zu doof, runter zu springen. Lass mal schön aus der Distanz. Die zweite kann sich da mal hier verkrümeln, ja? Ich brauche hier gerade nur eine Wolfsspinne. Die ist schwer genug. Aber wie viel Leben die hat. Vor allem, was ist das für ein... Also, sie ist schneller. Sie ist stärker im Angriff, sie hat mehr Gesundheit, aber das vierte Symbol verstehe ich noch nicht so ganz. Das mit den zwei Glitzersternen. Da muss ich mal nachgucken, ob das irgendwo gelistet ist. Naja, hast schon über die Hälfte deiner Energie weg.
So. Oh, mit dem Feuerstab geht's besser. Die andere, wie wenig Energie die den Vergleich hat. Hier noch welche rum? 31, ja, passt schon irgendwie. Ich will mich eigentlich von der Mücke fernhalten. Ach Mano, ich möchte da nicht rüber, die wird mich entdecken. Such sie auf dem Weg. Oh, Wissenschaftswaffe. Was ist das denn? Kenne ich noch nicht. Ah, Schaden der infizierten Mutterspinne bedeutet. Ach, Mano! Ich möchte hier in Ruhe lesen können, ohne dass eine Mücke. Parademeister! So, dürfte ich jetzt mal, also, Schaden, der plus Schaden, frische Schadens. Interessant. Diese Waffe sollte ich im Inventar behalten, wenn ich mit meinem Mace rumkloppe. Und, ihr seid neu. Ihr seid sowas von neu. Scharfe Süßigkeit vor allem. Ach, das ist das neue Design. Das sind jetzt nicht mehr diese Schoten. Das sind diese kleinen Teufelsfiguren obendrauf. Ah. Okay. Aber sie sehen auch irgendwie aus wie Zähne. Am entferntesten. Die haben auch ein neues Design. Ah. Ja, weiß nicht, was die anderen hatten. Ich fand die jetzt gar nicht so schlecht. Ey, heute ist irgendwas los mit ich springe gegen Gegenstände. Ich kann nicht hochspringen. Irgendwas ist hier Farce mit dem Jungen. Er springt zu kurz. Er hat Probleme, Objekte zu erreichen. Eggman's Sagen Spicy Bites. Okay. Hatten wir das auch mal. Ah. Und die hier sehen jetzt auch anders aus. Sie sehen aus wie... Nein, die Gurken. Okay, die haben das auch überarbeitet. Sehr interessant. Dürfte hier überhaupt noch jemand drin sein? Ich habe die beide umgebracht. Wir gucken da gleich rein. Ich mache erstmal hier oben zu Ende. Dann mach's kaputt. Hält dich doch nicht an wie der erste Mensch. Witzig. Kleine dicke Gurkenmänner. Air Raid. Bam, bam, bam. Weg mit dir. Okay, hier oben gibt's glaube ich nichts mehr. Hä? Ist Science hier drinnen?
Nee, die ist im... Die ist im Termitenbau, ne? Hier ist nichts. Okay. Wir mal rein in die... In die Buchte. Termiten mögen kein Salz, habe ich schon mal gehört. Irgendwo. Frag mich wo. Gekickt. Aber in die Ecke mit dir. Tropfen, Tropfen sei es gewesen. Hey, ist doch. Ach! Yes, I can go inside this can. Dafür kriegst du keinen Lacher. So, dann mal hier rein. The Termites in command was an unnumbered legion of soldiers, starved for battle, plunder, and to raise the structures of their enemies. Oh, hier ist so viel guter Stuff. Ist aber so eine Gurke. Wir können ja nicht hier reinfolgen, oder? So war das doch. All hail the Termite King! Roars of gnashing teeth, tree beams, poison of kingdoms, fester of wood and bark. Er ist nicht infiziert. Verbessert. Oh, aber er macht trotzdem ordentlich Schaden. Ausdauer. Ja, ich stehe gerne in der Dunkelheit. Mach das bitte nochmal. Die deine kleinen Viecher, die sind eher nervig. Weil die in Masse nachspawnen. Keine Ausdauer. Keine Ausdauer, ich muss zu ihm rein. Die stürmt mich da oben beim Kämpfen. Normalerweise sieht ich ihn immer im Fernkampf, weil er so blöd ist, aber... Deine Viecher draußen sind so nervig. Nicht dreimal in der Dunkelheit attackieren. Was war das denn? Dreimal in der Dunkelheit attackiert. Unheimlich fies. Och, Manno. Bist du aber jetzt fällig. Jetzt bist du fällig. Das kann nicht wahr sein. Der attackiert mich, während ich mich heile. Dreimal mächtig. Vor allem, ich habe eine Rüstung, die ist einfach auf einem Riesenniveau. Ich habe eine wirklich starke Rüstung. Und die boxen sich da alle durch. Und ich verstehe es nicht so ganz. Eigentlich dürfte es nicht der Fall sein. Wo ist denn der blöde Eingang gewesen? Da. Ich verstehe es nicht so ganz. Die Level 9. Einfach mal Level 9 Rüstung. Und die boxen sich da durch, als wäre es nichts. Und die sind nicht mit Raw Science versetzt. Muss man dazu auch nochmal erwähnen. Also, eigentlich nee. Lasst mich durch. Ich habe jetzt echt keinen Bock auf euch. Oh, lasst mich doch mal durch. Ist das schlimm mit denen? Mann! Vor allem, du musst ja eine Fackel tragen. Es ist ja hier so stockenduster, du musst ja eine Fackel dabei haben. Ausdauer.
Ich habe sehr viel investiert. Ausdauer muss da sein. Es sind zwei. Es sind zwei Termitenkönige. Seit wo gibt's denn sowas? Ja. Der macht so einfach so eine Kettenreaktion aus Attacken. Der alte Termitenkönig. Ja, ich muss ihn ja besiegen. Komm her. Komm her. Hier vor allem meine Keule schon ordentlich an. Ach, das ist etwas, das fand ich damals schon nicht schön, dass es unendlich Termiten gibt. Die spawnen einfach ganze Zeit nach. Du hast den ihrem Bau. Hey. Hast du keine Chance, mal in Ruhe gelassen zu werden? Sag mal, würdest du das lassen, immer hier mächtige Attacken auszuüben? Macht hier mit einer Attacke. Alter, lass das doch mal. Furchtbar. Ja, sie haben mal alles gleich abfischen. Abgrasen, wollte ich sagen. Bam. Bam. Oh, ich dachte eigentlich, das wäre die einfache von beiden Aufgaben. Aber es ist nicht die einfache. Weil da draußen, da laufen jetzt noch mit Raw Science versetzte Termiten rum. Das wird auch nochmal spaßig. Termite-Soldier hier. Haben die irgendwie, keine Ahnung, Schwierigkeitsgrad auch angehoben, wenn man durch das Ding geht? Ich habe das Gefühl. Ich muss mich hier nur mal umschauen. Genau für sowas. Ich habe keinen Bock, hier nochmal reinzugehen. Das ist zu hoch, das kann ich nicht gut einsehen. Bam, bam, bam. Ist mir jetzt gerade egal. Ein Tag voll. Ist mir auch gerade egal. Schneller. Tödliche Termiten überall. Allein wie viele das hier sind von denen. Boah. Guckt euch das an. Und die sollst du besiegen und dann, naja, kommen einfach die nächsten. Weil es unendlich viele davon gibt und das ist halt so bäh. So absolut bäh. Wupp. Raus hier. Durchatmen. Alles geschafft. Wir sind raus. Wir haben diesen ollen Termitenkönig. Die zwei Termitenkönige
muss man ja mal so sagen. Sind ja plötzlich Zweier besiegt. Jetzt können wir uns etwas entspannen. Aphids, nature's lollipops. Sagte er und lief in den Oxbeetle rein. Der ihm volle Kanne von hinten in den Rücken reingehauen hat. Das ist sehr nett von dir, wirklich. Brauche dringendst neue Tränke. Nimm das so eins von denen. Naja. Muss hier nochmal da rein. Du hast Schaden genommen. Ist ja ekelhaft. Und das nächste Termitenlager. Ey, dürfte ich hier einfach nur durchrennen? Danke. Vor allem, sie blockieren mich. Sie blockieren mich. Sie sind so viele. Ab durchs Loch. Ab durchs Loch, habe ich gesagt. So, erstmal beruhigen. Ja, mach's Licht aus. Wirklich, danke. So. Da, da, da. Der nächste, unten hocken die nächsten. Erstmal ein bisschen Gesundheit regenerieren. Ab durch den Laden. Was mitgenommen? Hier waren wir schon. Raus hier aus der Höhle. Ist hell genug. Brauchst keine Fackel mehr. Das ist eine Gurke. Das sehe ich. Und das ist frischer. Das sehe ich auch. Okay, die Gurken erkennt man jetzt sehr schön. Weiter. Ja, ja, das sagst du dir den ganzen Tag, ne? Du kannst das. Du schaffst das. Du schaffst es nicht. Der Kerl ist tödlicher als je zuvor. Also die müssen wirklich was an der Schwierigkeit geändert haben. Das ist doch nicht mehr normal. Hier war es sehr heiß drin, ich weiß. Ich möchte nur mal ein was gucken. Da oben geht es auf Dach drauf. Na, nee, wir lassen es. Ich würde gerne mein Stuff erstmal nach Hause bringen. No water filtration tablets needed. Dun, 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 dun. So. This is terrifying! Bam. Ist hier unten was? Ja, hier ist dieser Outpost. Oh, nein, nein, nein. Wir gehen runter. Da ist ein Zahn. Ich brauche jetzt jeden Zahn. Ich muss mich verbessern. Der ist zu schwach, der Junge. Für einen kriege ich nichts. Für 16. Warte mal ganz kurz. Oh, das ist Stufe 1. Ich verstehe. Wollte ich gerade sagen, Wirbelbandel habe ich doch schon, aber das ist jetzt Stufe 3 ist es dann. Ja, auf die muss ich alle noch verzichten. Teleporti. Da kann man sich dann teleportieren. Ich kaufe das mal. Bam, bam, bam. Oh, der Zahn, da ist der Zahn. Hopsala. Jetzt hier die tödliche
Ladybug Larvenhöhle rein. Boah, wie die einfach mich zerstückeln. Die zerstückeln mich einfach. Da ist eine Infizierte dabei. Es ist... Ey, du kannst mir nicht sagen, dass das wieder, dass es normal ist. Das ist nicht mehr normaler Spielstand, nein. Das ist Hardcore. Das ist der Woha-Modus wahrscheinlich, von dem sie immer erzählt haben. Die Viecher sind um einiges aggressiver. Heb den Rucksack auf. Hier. Ich habe dieses infizierte Vieh an der Backe. Und dann in dem Moment bist du hier unten aufgeschmissen. Die normalen sind schon gefährlich. Und dann ist da noch eine mit Raw Science dabei. Renn, Junge. Adrenalin. Überlebensinstinkt. Setz ihn ein. Einmal in deinem Leben. Und für die paar Steinchen da unten mache ich das nicht. Wäre ein Zahn dabei gewesen. Wir hätten es probiert, aber nur für Steinchen, nein. Don't get run over by that roly-poly. Was ist das? Da krebt sich was durch. Ja. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Drittes Mal tot in dieser Folge. Wegen übermächtiger Gegner. Ja, ich bin fast schon wieder tot. Es ist unglaublich. Wenn sie diese Explosionsattacke nicht hätten, dann würde es ja gehen. Aber sie haben halt diese Explosionsattacke. Da ist ein großer grüner Stinker unten. Und ihr verlangt von mir, dass ich wegen dem Zahn da runtergehe? Kannst du nur noch durchrennen eigentlich? Weil Überleben ist hier nicht mehr angesagt. Wenn du in einer Höhle voller Marienkäferlarven bist und davon sind dann auch noch welche mit dieser Raw Science versetzt, was soll denn bitte? Allein meine Rüstung ist überall im roten Bereich. In der letzten Folge hatte ich die, glaube ich, komplett repariert. Die ist komplett Schrott jetzt. Du bist nur noch am Wegrennen eigentlich. Ah, ich weiß halt nicht, ob mir das gefällt. Weil, nie. Ich hatte es schon mal früher erwähnt. Ganz früher, da, vor einem Jahr oder so. Och, der ist auch in, mit Horror Science versetzt. Das Grounded richtet sich ja eher an Kinder. Ja, das ist eher so ein Survival-Spiel für Kinder. Nicht hier Zombies, sondern sonst die Gehirne fressen und sich gegenseitig mit Schusswaffen niederballern. Mann gegen irgendwelche Insekten. Sind die Insekten zu hässlich? Kann man sie schöner modellieren? Nein, es geht um diesen Arachnophobia-Modus. Und dann hatte man diese infizierte Brutmutter, wo ich gesagt habe, nee, die passt da absolut nicht rein. Und jetzt hat man diesen Modus halt. Weil Kinder werden angelockt, ne? Weil neue Waffen und sowas. Yay, wow. Aber das ist verbunden mit Gegnern, die einfach nur frustrierend sind. Einfach nur frustrierende Gegner, die einen fertig machen. Ich weiß nicht, ob das eher für Multiplayer dann gedacht ist, dieser Spielmodus. Dass man in der Gruppe besser überlebt, weil alleine schwieriges Unterfangen. Ganz ehrlich, schwieriges Unterfangen. Ich habe so viel abgebaut und das hier, das ist alles, was rauskam. Bin enttäuscht. Bin schlichtweg enttäuscht. Hey, Fid. Du da nicht. Wo waren Termitenstücke? Du nicht. Oh, jetzt sollte man die Mahlzeit essen, bevor sie schlecht wird. Just close your eyes and imagine it's a fruit pounder.
Ja, damit rein. Ich stehe jetzt erstmal hier mit ab. Damit rein. Reparieren. Reparieren. Kann man auch gleich mal reparieren. Schleimi und sowas habe ich mehr als genug. Gib mal beim Bürgel den Chip ab. Ja, wie gesagt, also das hier mit der drastischen Erhöhung des Schwierigkeitsgrads aufgrund halt dieser Raw Science Tiere, weiß nicht. Und wie gesagt, die normalen Gegner kommen mir auch um einiges stärker vor. Ich könnte mich nicht entsinnen, dass normale Gegner früher dermaßen viel Schaden gemacht haben, aber ich könnte mich auch irren. Das ist schon so lange her. Tschüss. So, Holzhaufen-Chip habe ich abgegeben. Hier kann ich mir noch nichts leisten. Ja, Heilung. Ich muss jetzt auch mehr heilen. Bam, bam, bam. So, und ich hab's das da. Boing. Boing. Jetzt dürfte ich doch die Orgel bauen können, oder? Ich habe doch den Termitenkönig besiegt, damit ich die Orgel bauen kann. Ah, könnte man wirklich mal gucken. Irgendjemand nutzt den Trampolin. Was gehört? Saftige Apfel. Ah. Zwei Rezepte habe ich. Habe einmal gut, ich habe einmal schlecht. Und jetzt gibt es noch das dritte. Das muss ich erst noch finden. Was ist hier neu? Versetzt wahrscheinlich mit Mutterspind versetzt zu Schleim. Wieso eigentlich Mutterspinne? Die habe ich ja gar nicht besiegt. Ich habe doch nur eine Wolfsspinne besiegt. Schokolade? Habe ich noch gar nicht gefunden. Extra Augen. Das sieht zu gut aus. Der alte Wendler, Wender. Toxikologenabzeichen nochmal neu. Das habe ich schon mal entdeckt gehabt eigentlich. Hecke, Nebel, Teich. Okay. Aber wir wollten nach Möbelstücken gucken. Wo sind die Orgel gewesen? Hier habe ich halt nichts von. Schmuckgelee habe ich gar nicht. Orgel, war die hier? Ja. Fusselseil. Bam, 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 bam. Herstellen. Stell es her in Masse. Gut, in der Zwischenzeit. Achso, warte mal. Fällt mir ein. Sehe ich hier irgendwo dieses Symbol, was die hatten? Nee. Es ist blöd. Ich hätte gerne gewusst, was das. Wunder. Ich habe eigentlich alle entdeckt, aber trotzdem muss ich sie wieder entdecken, ne? Auch witzig. Fischschnips fehlen noch vier und hier noch einer, genau. Hier gibt es auch nicht die Spezial. Karte sozusagen, was ist, wenn die versetzt sind, ne?
Stechensalzig, ja, frisch und schlitzen, das wäre es nicht gewesen. Ich finde das Symbol leider nicht. Wir haben noch so ein anderes Symbol halt. Und ich finde es nicht. Naja. Ich würde es gerne wissen. Wahrscheinlich Widerstandsfähigkeit oder irgend sowas. Wo setze ich denn mal die Orgel? Setze ich die oben mit hin? Weil hier passt sie nicht mehr so wirklich rein. Warum springt er immer von Türen weg? Lauf doch einfach durch, Junge. Aber hier passt die nicht mehr. Also hier würde sie passen. Aber ganz knapp nur. Nee. Wo setze ich denn die Orgel hin? Setze ich sie einfach hier an die Mauer? Vielleicht gibt es ja irgendeinen Buff. Die sieht schon mal nicht schlecht aus. Mit dem Kopf da vorne. So, drei noch. Ich will die Orgel haben. Ich will die Orgel haben. Zack. Lindernes Sirup. Ach Gottchen, was ist das denn? Ich hab jetzt mit Pilzen, ne? Also mit Pilzen, Quatsch, mit denen ja. Freut sich der Kleine. So süß. Gefällt mir. Hat wieder so einen kindlichen Charakter. So, 30. Genau, 24 von denen, bla. Blöd ist halt, ich werde dieses. Ja. Da. Da. Brauche ich nicht. Vom Mülleimer. So, was nehme ich? Hier, herstellen aus dem. Da rein. Muss ja wieder Ersatz schaffen für das Ganze, was ich aufgebraucht habe. Gleich bist du fertig. Ah, dauert das Ewigkeiten, wenn man drauf wartet. Ich wüsste auch nicht, wo ich sie anders hingestellt habe. Ich hätte sie hinter das Lager stellen sollen, aber sie müsste möglichst an der Hausmauer stehen. Hier hinten ist halt nirgendwo mehr Platz. Gut ist halt zu klein. Sie ist vollgestopft bis unter das Dach mit Dingen, die ich eigentlich gar nicht brauche. Warte mal. Nee, da ist kein Platz für. Schade. Von oben betrachtet sehe ich auch keinen besseren Ort. Stell sie wirklich mal einfach dahin. Hey, Fit. Gleich bist du fertig. Oh, Tasten schon. Kommt bald euch. Finde ich in der Zwischenzeit noch irgendwas hier? Wir können noch mal an der Eiche rumeiern. Ob hier irgendwo zufälligerweise noch ein Zahn ist. Warum ist der. Warum sind die Kiesel unten kaputt? Die habe ich doch nicht kaputt geschlagen. Oh, zeig mir mal einen Zahn an. Irgendwo ist hier Science. Ich nähere mich. Entferne mich. Dann mich schon wieder. Sie ist wahrscheinlich hier unten drin, ha?
Da. Ist ja die normalen Ameisen. Er tut mir nichts. Glaube ich. That's a soldier ant. Ja, habe ich schon entdeckt. Da. I'm holding raw science in my hands. What does it even mean? Ausdauer, Ausdauer. Gefährliche Ameisen in der Nähe. Wir haben es ja schon ein bisschen gelevelt. Eigentlich müsstest du unheimlich lange laufen können. So, das Ding müsste ja gleich fertig sein. Ich sollte mal diesen Ort entdecken, ja? Das ist doch hier drüben. Die Science Station. Geh mal kurz rein. Das tut die mir jedes Mal. Ich drücke immer die falsche Taste. So. Entdeckt. Bist jetzt glücklich, Spiel? Bist du jetzt glücklich? Was mich in dieser Folge sehr, sehr nervt. Sag es, wie es ist. Mit deiner viel zu mächtigen Raw Science Gegner. Die genau an den falschen Orten immer auftauchen. Am ganz falschen Ort. Naja. Egal. Wir gehen jetzt nach Hause und bauen eine Orgel. Atme nochmal kräftig durch. Nehmen das hier raus. Sehr schön. Okay, ich hoffe, das ist keine Lizenzmusik, ansonsten haben wir ein Problem. Aber, hey, der Witzka. Ach, der spielt das nur einmal? Eins. Oh, das ist... Oh, wenn ich mich entferne, ist es nicht mehr so laut. Okay. Verschiedene Stücke hat sie drauf. Der braucht dann immer so einen Moment, damit man so wieder spielen kann, ne? Ja, das hat eher was Schifffahrtsmäßiges. Wenn man hier jetzt meine Stimme nicht so gut hört, dann bedeutet das, YouTube hat bemerkt, dass es Lizenzmusik ist. Egal, wir lassen es. Wir haben jetzt eine Orgel. Aber ich weiß nicht, sie ist... Ich überlege wirklich, wo könnte ich sie besser stehen haben. Aber ich habe nicht mehr so freie Orte. Da müsste ich meinen Basketballkorb umstellen und so. Und hier drinnen ist halt alles zugequetscht. Wie wird es sich hier nicht gut machen? Oder stelle ich sie außerhalb von meiner Bas? Ach nee, da macht das irgendwie kaputt. Nee, das lassen wir. Da macht das irgendwie kaputt. Nein. An dieser Stelle danke ich mir fürs Zuschauen. Auf Wiederschauen. Reingehauen. Tüdelü.